Hi, da bin ich wieder. Ich habe hier eine wunderschöne Actionfigur von der Firma Super Seven zu den Ninja Turtles. Mega cool, der Slash. Also ich finde, Slash ist schon mal eine mega coole Figur. Nicht nur, weil es auch eine Schildkröte ist, sondern weil, ja, der ist halt einfach mega cool irgendwie. Vom Aussehen und so weiter. Und ich habe ihn jetzt schon zu Turtle in Time, zur Cartoon-Serie von Necker und den alten weiß ich gar nicht. Habe ich den alten Slash so in den 90ern? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber Slash ist schon eine mega coole Figur, die auch immer ein Charakter, der immer wieder vorkommt. Und ja, ich mag ihn trotzdem, auch wenn es ein Bösewicht ist. Ich mag ihn trotzdem, ich finde ihn mega cool. Und hier sieht er auch mega cool aus. Und ich bin echt mal gespannt, wie der so live aussieht. Ist immer noch was anderes, wenn man die Figur dann in der Hand hat. Und vor allem frage ich mich, wie sind die Gelenke? Super Seven, ich muss da echt schimpfen. Da gibt es so die ein oder andere Figur, wo ich echt ein bisschen geschockt bin, wie locker die Gelenke sind. Ich bin ja ein mega Turtle-Fan und ihr habt mich da schon als Kunden, aber trotzdem, das bei Krang, das geht ja gar nicht. Da müssen wir nochmal drüber reden. Aber Slash, ich hoffe, dass Slash mega cool ist. Ich meine, der Rest der Figuren steht 1A in meiner Vitrine, ohne Base, ohne nix. Da bin ich super happy. Und auch das Zubehör, das ganz schön pinkert. Auch das Zubehör ist natürlich mega cool. Ich möchte auch keine Wave verpassen. Wobei es ist ein bisschen schwierig bei den Preisen, aber ich will keine Wave verpassen, weil die so cool sind. So, wir haben drei austauschbare, nee, wir haben sechs austauschbare Hände. Krass! Das ist wieder mal so viel. Da kann man einiges draus machen. Auch die Handgranaten. Schaut euch die mal an. Die sehen mega aus. Die sehen richtig gut aus. Und hier einmal die ganzen Waffen, das ganze Zubehör nochmal in diesen, wie nennt man das, Bliss-Teil. Weil ich ja damals in den 80ern, 90ern so war, da hatte man so das Zubehör hier auch so drin und fest. Bei der anderen ein oder anderen Figur finde ich mega cool, dass wir das Ganze nochmal einfarbig so haben. Da kommen nochmal so Erinnerungen hoch. Das finde ich schon mal mega cool, aber auch, dass wir gleichzeitig, wir haben eigentlich doppeltes Zubehör, nochmal das Zubehör mega cool bemalt haben. Finde ich richtig cool, dass wir das so hier als Option haben. Ich habe bis jetzt alle Waffen, die so einfarbig waren, muss ich gestehen, habe ich einfach noch so gelassen. Ich habe die gar nicht benutzt, weil ich das andere Zubehör mit Farbe jetzt im Moment irgendwie doch besser finde und habe die im Moment einfach noch drin gelassen. Kann sein, dass ich Bock drauf habe und irgendwann die alle rausnehmen oder abmache, aber bis jetzt habe ich alles so dran gelassen. Mega cool, oder? Auch der Farbstil ist schon cool. Krasse Farbe auf jeden Fall, aber ist schon mega cool. So, wir haben hier kleine Wurf-Ninja-Sterne. Die sind aus Hartplastik, das finde ich gut, dass sie richtig schön stabil sind, aber es wäre mega geil, wenn die aus Metall wären. Das haben wir noch nie gehabt, glaube ich, oder? Bei dem Mondo? Ich muss überlegen, nee, auch nicht. Das wäre nämlich mega cool, wenn man diese Wurf- und Ninja-Sterne hier aus Metall hätte. Wie geil wäre denn das? Kleine Wurf-Ninja-Sterne. Und hier die Handgranaten, die sehen jetzt schon richtig cool bemalt aus. Gucken, ob wir die rausbekommen. Mal schauen, ob wir die rausbekommen. Eins und zwei, drei. Machen wir die Hände auch gleich. Hier haben wir die Hände. Ich finde die Hände auch mega cool. Hier das rote, diese rote Bandagen, sage ich jetzt mal. Roten, was sage ich da? Pinken Bandagen. Die sehen bei der Faust richtig cool aus. Ich finde es aber ein bisschen schade, dass die hier bei der offenen Hand einfach aufhören. Dass es nicht einmal drinnen rumgeht. Wisst ihr, was ich meine? Dass dieses Rosa, nenne ich auch. Klar, wenn er jetzt eine Waffe in der Hand hat, sieht man das ja gar nicht. Also, wenn er was in der Hand hat, dann ist das so hier. Wobei doch ein bisschen. Aber ich finde, würde es schöner finden, vielleicht behindert es aber auch, dass er irgendwas in die Hand nehmen kann. Das kann natürlich auch sein. Aber optisch würde ich es schöner finden, auch hier, bei der offenen Hand, wenn das nicht einfach aufhört.
wenn das wirklich komplett in die Innenhand noch mit reingeht. Ich würde es am besten anmalen, aber diesen pinken Farbton, den kriege ich nie im Leben hin, dass das auch stimmig ist, dass das wirklich einmal rumgeht. Ich meine, es geht ja hier irgendwie auch rum, aber irgendwie auch nicht. Das würde ich cooler finden. Sowas mag ich, wenn das nicht einfach aufhört, irgendwie stoppt. Weil gerade bei der offenen Hand habe ich nicht immer was, hat er nicht immer was in der Hand. Und dann sieht das ein bisschen eigenartig aus. Die Handgranate sieht mega aus. Auch der Farbton sieht richtig cool aus. Ach, richtig cool. Und davon haben wir zwei Stück. Juhu. Dann müssen wir echt aufpassen, dass wir die nicht verlieren. Das sind so die kleinen Teile, die als erstes verloren gehen. Ich habe bisher eine schöne kleine Kiste, wo ich das Zubehör sammle. Aber trotzdem muss man da aufpassen. Hier, mit austauschbarem Kopf. Der sieht schon mega aus. Slash. War schon immer ein cooler Charakter, muss ich sagen. Hat mir immer ganz gut gefallen. Ich fand es immer schade, dass er den Turtles nicht beigetreten ist, so als fünfter Turtle irgendwie. Aber gut. Cool. Auch das Zubehör. Da haben wir nämlich hier einiges an Zubehör. Hier. Auch dieser Pinkton, der sieht, gefällt mir richtig gut, dass der sich da so durchzieht. Eine schöne, stabile Waffe vor allem. Ist schön stabil, da kann nichts brechen, sage ich mal. Schön stabil, da muss man keine Angst haben. Ist ein kleines bisschen dehnbar, aber schön stabil. Das gefällt mir ganz gut, dass ich da nicht Angst haben muss, dass da was bricht. So. Dann hier eine weitere Waffe. Sieht auch cool aus. Ist halt schade, sind immer so steif dann, gell? Wenn das aus Metall wäre, könnte man das biegen. Aber das sieht auf jeden Fall cool aus. Auch der Farbton gefällt mir sehr gut. Mit dem Silber kombiniert. Ja, sieht schon mal ganz gut aus. Und hier, komm, geht's weiter. Der ist auch mega bewaffnet hier. Auch schön stabil. Finde ich ganz gut. Sehr schick. Sehr schick. Und hier geht es gerade weiter mit der Waffe. Da müssen die Turtles echt aufpassen. Der ist hier hardcore bewaffnet hier. Mega cooles Teil. Ist auch, hat ein schönes Gewicht vor allem. Das ist kein Hohlraum. Also es fühlt sich jedenfalls nicht so an. Vielleicht, aber das Ganze insgesamt hat ein schönes Gewicht. Das finde ich schon mal ganz gut. Dass das schön stabil ist. So, aber es geht ja noch weiter. Er hat ja noch mehr Waffen. Als wenn das nicht genug wäre, geht es hier noch weiter. Hier hat er nämlich so ein längeres Schwert. Auch hier ist ein bisschen biegsamer, ein bisschen gummihafter, aber doch stabil. Und das finde ich richtig gut, weil das ist dann auch schön stabil halt. Das bricht nicht so schnell, wenn man es ein bisschen, naja, knickt oder so. Das finde ich ganz gut bei den Waffen. Hier, schaut mal, wie viele Waffen. Das sind ja nur Waffen, Waffen, Waffen. So. Okay, das war's mit den Waffen, aber er hat hier natürlich die drei anderen passenden Hände dabei. Na, die wollen nicht so ganz. Ja. So, das sind natürlich die drei. Genau, die drei anderen Hände, die ich euch gezeigt habe. Die Faust, die greifende Hand. Wobei hier hat er auch eine greifende Hand. Und natürlich die offene Hand. Zack, zack. Dann hat er hier noch einen Kopf. Ja. Mit einem ganz dunklen Bandana hier. Mit dem Augen und dem Zahn. Ja. Sieht schon gut aus, oder? Auch schöner Farbton hier insgesamt. Kann man nicht meckern. Und jetzt geht's los. Das Auspacken. Das Auspacken. Zwei. Zwei Stück. Ja, das ist doch cool. Nee, hier unten auch. Nee, doch. Oh, den jetzt rauszuholen. Wir versuchen erstmal die Hände und die Beine irgendwie. Der Panzer sitzt doch richtig fest drin. Gar nicht so schwer.
Oh, da ist er. Der hat ein schönes Gewicht hier, der Panzer. Und die Gelenke? Okay. Okay. Gott sei Dank. Die Gelenke sind gut. Boah, der sieht gut aus. Der sieht richtig gut aus hier. Der sieht cool aus. Welcher Kopf gefällt mir denn besser? Ah, ich glaube, den Kopf werde ich tauschen. Schaut euch mal den an, diesen Brummer hier. Der ist ja richtig schwer. Schöne, stabile Figur. Das sieht gut aus. Der hat hier unten im Fuß hat ein Gelenk. In den Kniegelenk hat er. Natürlich kann er hier sich noch bewegen. Ui. Sein kleines Schwänzchen kann sich hier bewegen. Naja, minimal. Wobei, das muss ja nicht sein. Dann hat er hier die Handbewegung. Ellenbogen und dann hier nochmal. Also der ist nicht ganz so, oder? Der ist ein bisschen stark, ganz so beweglich. Hier, das hindert ja noch ein bisschen. Aber das reicht schon für den. Das reicht hier schon. Was auch richtig cool ist, das S für Slash. Hier der Gürtel, der ist aus Gummi. Das Ganze ist auch Plastik hier. Sieht richtig gut aus. Der Panzer fühlt sich auch gut an. Und beim Gürtel, glaube ich, so wie das aussieht, kann man die eine oder andere Waffe unterkriegen. Und das wäre richtig cool. Vor allem die Handgranaten. Ich meine, bei der alten Figur ging das doch auch, oder? Hatte der nicht ja auch die Handgranaten da drin? Richtig cooler Gürtel. Der ist auf jeden Fall mega cool. Ja, schauen wir mal, was da alles passt. Gucken wir mal, ob er steht. Slash, den müssen wir erstmal hier so ein bisschen zurecht. Okay, er steht. Das ist schon mal eine gute Sache, wenn er alleine stehen kann. Ich schauen wir mal, wo wir alles unterkriegen. Ich habe zwar keine Ahnung. Hier sind vor allem so Noppen, als wenn da noch was dran kommt. Aber was? Es gibt auch kein Bild dazu. Okay, wir testen uns einfach mal durch. Wir testen uns einfach mal durch. Hier passt schon mal eine Waffe rein. Wobei ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Warte. Hier passt eine Waffe rein. Hier passt eine Waffe rein. Ja, da passt schon einiges rein. Hey, Moment mal, da hat ein Panzer hier noch eine Bewegung, glaube ich. Was ist denn das? Oder? Ah nee, das ist aus Gummi, die Haut. Das ist ja krass. Hier an der Seite ist die Haut so aus Gummi. Das finde ich richtig cool. Ich habe schon einige Waffen hier untergekriegt. Ich habe einige Waffen unterbekommen. Die Handgranaten vor allem. Ja. Die Handgranaten. Okay, das große Ding kriegen wir hier nicht unter. Das kriegt er dann einfach in die Hand. Man kann ja nicht alles an die Figur bringen. Wobei, das wäre schon cool, wenn jedes Mal das ganze Zubehör irgendwie dran passen würde. Eine Waffe und die andere. Wobei eine Handgranate in der Hand ist auch was Cooles. Die kann er so gar nicht in die Hand nehmen, sehe ich gerade. Müssen wir vielleicht eine andere Hand austauschen? Ist ja nicht so nicht, als wenn ich nicht genug Hände hätten. Ich frage mich, wozu sind diese Noppen hier? Hier. Das sieht aus, als wenn da was dran kommt, oder? Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Ich dachte erst die Handgranate so, zack, aber nee. Das sieht aus, als wenn da irgendwas dran kommt. Ich weiß zwar nicht was, aber das sieht so danach aus. Okay, krass, da passt hier echt einiges dran. Ja. Yeah. Und cool. Der ist ja voll beladen hier. Der ist ja mega beladen. Da. Jetzt wollen wir mal den Kopf austauschen, denn mir gefällt tatsächlich
Mir gefällt dieser Kopf besser als der andere. Ich weiß, das ist jetzt schon Geschmackssache. Bandana ist übrigens auch aus Gummi, finde ich cool. Ja. Ja. Cool. Ja, ich muss sagen, der Kopf gefällt mir besser. Ich meine, der ist auch nicht schlecht, ja, so ist es ja nicht. Aber der gefällt mir viel besser. Ich hätte gerne eine offene Hand. Ach so, die Wurfsterne, die Ninja-Sterne. Ob wir die noch irgendwo unterkriegen. Eins. Können wir vielleicht hier so reinpacken? Sieht aus, als wenn er hier eins. Ha! Sieht aus, als wenn er hier so eins aber abgekriegt hätte eher. Nicht, als wenn er sie benutzen würde. Das sieht mir doch aus, als wenn er im Panzer hier eine Bewegung hätte. Vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Sieht so aus, als wenn er hier oben eine Bewegung hätte. Na gut, offene Hand. Die Hände will ich noch austauschen. Wo ist sie? Hier. Da greift er gerade nach irgendwas. Nach einem Turtle oder so. Komm her. So. Schade, dass die Wurfstelle nicht irgendwo mit reinpassen. Gerade die kleinen. Ich krieg die nicht rein. Ich bekomme die nicht rein. Wobei der Gürtel ist so aus Gummi, dass man da wirklich viel und toll reinquetschen kann, wo wahrscheinlich auch nicht mal dahin gehört, aber Hauptsache mal reingequetscht. Okay, das passt jetzt nicht so. Aber es ist cool. Die offene Hand ist richtig cool. Vor allem kann er das so ablehnen. Ablegen. Anlehnen. Anlegen, ablegen. So irgendwie. Yeah. Gleich unter dem Bandana. So. Mega cool. Der gefällt mir richtig gut. Der darf halt nicht in der Sammlung fehlen. So ein Slash, der immer wieder vorkommt, den man irgendwie auch lieb gewonnen hat, obwohl es ein Bösewicht ist, den, ja, der darf nicht fehlen. Der ist schon mega cool. Voll bewaffnet ist der. Ich hoffe, der bleibt mir hier stehen. Da ist er jetzt voll beladen. Ja, wir haben hier einiges an Zubehör. Viele, viele Hände. Ninja-Sterne, viele Waffen, außer Spangenkopf. Dann das ganze Zubehör hier noch einmal. Juhu! In einer wunderschönen Verpackung. Definitiv, die Verpackungen gefallen mir richtig gut. Die kann man auch ein bisschen stapeln und so. Aber auch optisch sehen die halt richtig gut aus. So. Nur mit den Gelenken bin ich nie hundertprozentig sicher, so zufrieden mit den. Bei der einen oder anderen Figur. Bei den meisten geht's. Bei Slash geht's jetzt auch. Aber da habe ich ein bisschen immer Bedenken. Gerade wenn die Figur so bombastisch und mega ist, muss sie feste, stabile Beinchen haben, dass das Ganze auch funktioniert. Der sieht richtig cool aus. Der sieht richtig gut aus. Ich meine, dass er auch größer ist, als die Turtles an sich sind. Ich muss davon mal so eine Nahaufnahme machen von dem ganzen Raves, die ich von Super Seven zu den Turtles jetzt habe. Und es sind ja noch die anderen unterwegs. Das ist ja noch nicht alles. Das ist noch nicht alles. Ich meine, ich bin ja froh, dass da immer mehr kommt. Immer mehr von den coolen Figuren. Aber platzmäßig weiß ich nicht, wohin damit. Weil die sind ja auch groß. Aber es ist halt schön, so große Figuren zu haben. Vor allem so beweglich und mit so viel Zubehör. Cool. Dann würde ich sagen, das war's erstmal zu Slash. Den werde ich jetzt in meine Vitrine stellen und freue mich dann, was kommt denn als nächstes? Ja, die Ente. Da bin ich auch mal gespannt, ob der gut steht. Ob der hier gut steht. Der darf auch nicht fehlen, wobei so oft ist er gar nicht vorgekommen. Ich finde es aber mega cool an seinen Zubehören, seinen Waffen. Bin ich echt mal gespannt. Der sieht nämlich auch nicht schlecht aus. So, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Figur. Bis dahin. Bye bye.